einziehen. Ja, ich habe auch das falsche T-Shirt jetzt unter. Christoph. Ja, Reiner, hallo. Reiner heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Sonst ändert sich nichts. Nichts, genau. Bei Ryder war ja offensichtlich der Grund, vermute ich einfach mal, dass sie gemerkt haben, dass Raider nicht unbedingt das schönste Wort ist im anglosächsischen Sprachraum. Was war der Grund jetzt für die Umbenennung von NX oder Nex in Twitch? Switch. Oder NS. Hm. Nintendo Switch. Nintendo NS. Anyway, was war der Grund? Switch ist natürlich cooler, wahrscheinlich haben sie es nicht verraten wollen, weil das halt schon eine erstmal nette Idee ist, oder? Und wenn sie Switch genannt hätten, hätten alle Konkurrenten sofort, oh, die machen da irgendwas mit Switchen. Ja, das wird einfach nur ein Projektname gewesen sein. Ja. Genauso wie bei Kinect damals ein Project Natal oder bei der PlayStation VR Morpheus und Morpheus. Ja. Ganz einfacher Projektname, mehr nicht. Was wissen wir über Nintendo Switch? Wir wissen nix. Nö. Weil also zumindest nicht mehr als vor ein paar Wochen. Ja. Naja, doch, wir wissen. Nein, das stimmt nicht. Also dadurch, dass es das Video jetzt gibt, wir wissen viel mehr als vor ein paar Wochen, aber wir wissen halt nichts zu den Tech-Specs. Aber mir war zum Beispiel nicht klar, dass diese Konsole ganz offensichtlich mit zwei fest installierten, aber abnehmen, fest installiert ist blöd, mit zwei abnehmbaren Bedienteilen, die man sowohl dann wieder zusammenstecken kann auf so einem Art Humpf-Controller, als auch einzeln quer benutzen kann. Das war mir zum Beispiel nicht klar. Da gab es, glaube ich, auch keine Gerüchte drüber. Also es gab Gerüchte, dass diese an der Zentraleinheit, an dieser Tablet-Einheit abnehmbar wären. Die gab es definitiv nicht. Das wusste ich nicht. Was aber schon relativ früh war, diese Idee im Raum stehen, dass du eine Einheit hast, die sowohl als Konsole dient, als auch quasi als mitnehmbares Teil. Und genauso ist es jetzt. Also ganz offensichtlich kann man nicht das Ding im Dual-Screen betreiben, also so Second-Screen-mäßig Tablet nebenhin stellen, sondern entweder steckt das Ding in der Docking-Station, wie bei einem Laptop, wo man vielleicht eine zweite Grafikkarte drin hat, vor allem aber die ganzen Anschlüsse, damit man dann morgens immer rumstecken muss und vielleicht noch eine zweite Festplatte dranhängt oder so. Genauso steckt man das jetzt in diese Zentraleinheit rein. Und damit ist es am Fernseher angeschlossen. Wenn man es dann rausnimmt, ist am Fernseher nichts mehr. Da ist keine Konsole mehr da, da ist dann einfach NADA. Dann funktioniert das Tablet, also als Handheld. Und dann kann man es aber nahtlos genau als Handheld benutzen. Das finde ich schon eine coole Idee. Ja. Aber da wäre es halt jetzt zu wissen interessant, was für eine Auflösung hat das Ding zum Beispiel. Ich hoffe mal stark, es hat 1080p. Aber da hast du gleich gesagt, naja, ist dann die Leistung, Akku und so weiter also, ausreichend? Also, wir sehen uns doch mal die Größe an von dem Ding. Im Video, was hat das für eine Größe? So, also so 6, 7 Zoll vielleicht, der Bildschirm. Jetzt überlegen wir mal ein iPad. Das hat eine Akkukapazität von 10 Stunden. Allerdings, das ist um einiges größer. Und diese Tablet-Einheit von der Switch, wollte ich mir NX sagen, die sieht nicht wirklich sehr dick aus. Das heißt, da wird nicht der riesen Akku drin stecken. Zusätzlich wird da aber noch die ganze Rechenpower drin stecken, weil sonst kannst du das Teil nicht als Tablet benutzen oder als Handheld benutzen. Ja, und es ist ja die Konsole quasi. Genau, wir gehen davon aus, dass das die Konsole ist. Ja. Und daher gehe ich davon aus, leistungstechnisch werden die da ordentlich Abstriche machen müssen. Deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass das, was wir im Trailer gesehen haben, auch die tatsächliche Spielgrafik sein wird. Also da lege ich mich fest, wenn das Ding keine 1080p hat, dann braucht es Nintendo nicht auf den Markt zu bringen. Weil wenn du nicht 1080p hast, also den heutigen Standard am Fernseher, dann funktioniert dieses ganze, das Spielerlebnis einfach mitnehmen nicht mehr. Weil dann musst du dir plötzlich Gedanken machen darüber, dass du bestimmte Sachen gar nicht in 1080p fein aufgelöst oder klein darstellen kannst, weil es dann auf einmal in 720p nicht mehr funktioniert. Schriften müssen geändert werden, Interface-Größen. Ja. Darum behaupte ich, wenn Nintendo nicht von allen guten japanischen Segensgeistern verlassen ist in Kyoto, wenn sie nicht bei der Kirschblüte die ganze Zeit, ich weiß nicht, sich Kirschblütenschnaps reingezogen haben vor der Entscheidung. Gibt es den? Gibt es bestimmt. Es gibt Kirschblüten, KitKat und so weiter. Dann wird das Ding 1080p Auflösung haben, was ja aber, und insoweit hast du schon recht mit deinem Kaviar zu Akkubedenken und so weiter,
was ja deutlich weniger ist, als ein iPad oder vergleichbare Android-Tablets haben. Also wann war denn 1080 eine Auflösung von einem iPad? Das muss Jahre her sein. Die haben längst 2540 mal weiß und die neuen noch mehr. Also das wäre ja schon mit 1080p als Tablet wirklich der Zeit hinterher sozusagen. Also davon gehe ich mal aus, aber wir wissen es nicht. Vielleicht hast auch du recht. Wir können ja um was wetten. Und was wetten wir? So mal ganz klassisch eine Kiste Bier wetten. Um eine Kiste Bier. Ich sage, aber das ist gut, Augustiner. Das Ding hat 1080p und ich dachte es eher an so ein Aldi-Böller-Wasser. Aber wegen mir auch den Kasten. Nee, wenn, dann wetten wir direkt eine Kiste Ihr seid Zeuge, wir wetten jetzt. Ich sage auf der Tablet-Einheit 720p. Ich sage 1080. Und ich werde dann sinnlos betrunken sein im März, aber was soll das? Ich gebe dann auch was ab. Das ist die eine Sache, die wir nicht wissen. Dann die andere Sache, die wir nicht wissen, ist die Akkulaufzeit in der Tat. Auch da, wenn das unterhalb von 10 Stunden ist, wäre es schlechter als ein iPad. Wobei im Spielbetrieb stimmt das nicht. Also ein iPad bei einem modernen, halbwegs modernen Spiel zuckelt dir sofort auf 4-5 Stunden runter. Insoweit möchte ich diese Aussage von mir schon wieder relativieren. Ich sag mal, wenn das nicht minimal bei einem Skyrim, also wo dann wirklich alle Register gezogen werden, bei einem Zelda Breath of the Wild, wenn das nicht minimal 5 Stunden durchhält, dann werden die Probleme haben mit der Akzeptanz. Weil 5 Stunden so circa kann ich auch ein grafiklastiges Spiel auf dem iPad spielen. Aber wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass das Ding aufstellbar sein wird, spielbar mit abgenommenem Teil, spielbar mit diesem zusammengesteckten auf dem Rumpf. Dann gibt es ja noch wohl einen Pro-Controller. Ja, einen richtigen Pro-Controller, genau. Der eigentlich aussieht wie ein Xbox-Controller. Genau. Übrigens auch eine Änderung, die mir sofort aufgefallen ist, das Stick-Layout auf der rechten Seite ist geändert worden. Bisher war es ja so, dass der Stick oben war, oder zuletzt war es so, der Stick oben, ja. Unten die Aktionstasten. Genau, das haben sie jetzt so klassisch wie Xbox, genau. Ja, oder PlayStation, ja. Macht sie ja genauso. Und ja, man hat auch, das fand ich noch interessant in dem Video, man hat da nichts von wegen Filme gucken gesehen. Das war ja bei der Wii U, dass sie so verzweifelt versucht haben, dadurch, dass man einfach per Infrarotprogrammierung auch noch einen Fernseher mitsteuern konnte, das irgendwie in die Richtung zu bringen. Das war überhaupt nicht zu sehen, da ging es immer nur um Spiele. Ja, aber da hoffe ich ganz stark, dass sich das nicht entgehen lassen. Also Netflix sollten sich schon zum Beispiel darauf haben, also für unterwegs Netflix, für Amazon Video als App-Seite erlauben. Nicht nur für unterwegs, wenn die ins Wohnzimmer wollen, sie können doch nicht jetzt quasi sich zur Zweitkonsole von vornherein zu jeder anderen Konsole oder zu Apple TV machen. Nee, davon gehe ich aus, aber was mir wichtig ist, sie haben es in den Vordergrund gestellt. Das heißt, sie verkaufen es zunächst bei der Ankündigung zumindest nicht als Multimedia-Konsole, sondern sie sagen Spiele. Und interessant auch, welche Spiele waren zu sehen? Es waren ausschließlich Nintendo-Titel zu sehen, ja. Die man natürlich als Casual Games aufgrund ihrer Familientauglichkeit schon bezahlt. Aber es waren halt richtige Spiele zu sehen. Neues Style, Mario. Zelda, neues Mario, Splatoon, glaube ich, kurz. Splatoon war zu sehen. Mario Kart und am Ende, das war das Vorletzte, und eben auch noch irgendein NBA. Also sie sagen zumindest mit diesem Trailer ganz klar, wir sind eine portable und stationäre Konsole für echte Spieler. Und das ist schon eine ganz andere Positionierung als zuletzt. Und man darf auch nicht vergessen, Nintendo war mal die Firma, die die leistungsstärksten Konsolen rausgebracht hat. Ja, schon NES, länger her, ne? Super NES, länger her, aber das war mal so. Und vielleicht wollen sie jetzt dieses Mal nicht von vornherein 3 Jahre der Hardware der anderen hinterherlaufen bei Erscheinen. Also, ich bin gespannt. Mir macht das Lust, ich finde es pfiffig. Sie wenden sich ab von Bewegungssteuerung, was ja bei der Wii U immer noch mitgespielt hat. Sie wenden sich ab von Second Screen. Touch weg. Von Touch. Das finde ich alles hochinteressant. Wobei ist denn gesagt, dass man nicht touchen kann? Nee, das haben sie nicht gesagt. Ich glaube schon, dass das ein Touchscreen sein wird, für die, zumindest in den Menüs, die Bedienung. Ja. Aber sie haben es halt nicht in den Vordergrund gestellt. Also kein, sie haben es kein einziges Mal gezeigt. Wer weiß, wenn sie es ohne Touch machen, das würde natürlich ihnen sicherlich ein bisschen Kosten sparen. Ihnen wahrscheinlich bei selber also mehr Farben und Leistung für den Dollar sozusagen geben. Mehr Punch for the Buck. Aber also das ist eine Vermutung. Ich weiß nicht.
alle Screens sind heutzutage Touchscreens. Es würde mich verwundern. Aber auch hier, sie haben es nicht gezeigt. Also wenn, wäre es wahrscheinlich in der Tat dafür, um zu surfen oder in Menüs zu sich umzusehen und nicht für das Spielerlebnis. Ja, soweit. Oder hast du noch Erkenntnisse, Vermutungen, Befürchtungen? Nö, ich finde halt noch sehr interessant, die Module, die wieder, dass du jetzt wieder auf Module setzt. Ja, das ist gut, dass du es erwähnst, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Und zwar scheint das so ein Mittelding zwischen den kleinen PSP oder Vita-Dingern zu sein und den 3DS-Modulen, oder? Also für mich, ganz ehrlich, sieht es eher so aus, als wäre es so DS- oder 3DS-Größe fast schon. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es irgendwie, dass man die alten Module reinstecken kann. Es ist natürlich die Frage, wie sie es dann umsetzen mit dem doppelten Bildschirm, den sie auf einen bringen müssen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Vor allem, sie wollen ja, dass 3DS-Geschäft läuft. Ja, also es lief schon mal besser, aber 3DS ist eine erfolgreiche Konsole oder Handheld-Konsole. Und ich glaube, dass sie eher die Switch als was ganz Neues darstellen werden und auch versuchen werden, die Core-Gamer zu bekommen. Dann haben sie immer noch 3DS als Familienhandheld, was du den Kindern hinten ins Auto auf der Urlaubsfahrt reinwirfst und dann ist mal wieder eine Stunde Ruhe. Und darum glaube ich nicht, dass sie sich mit der Abwärtskompatibilität belasten werden. Also auch da können wir wetten, wetten wir noch um die zwei Tüten Chips zu dem Bierkasten dazu, wenn du möchtest. Können wir machen. Ich sage, es wird definitiv nicht abwärtskompatibel sein. Vielleicht über Downloads irgendwann mal, aber nicht mit den Modulen. Das bezweifle ich rigoros. Ah, da möchte ich mich auch nicht drauf festlegen. Obwohl, komm, es geht um zwei Tüten Chips. Da gehe ich mit drauf ein. Ja, ihr seid... Was machen wir, wenn der eine Kiste Bier und der andere die Chips hat? Ja, dann müssen wir sie zusammen vertilgen. Ja, insoweit, das sind unsere Gedanken zu der gestern verkündeten Nintendo Switch Handheld-Stationärkonsole und den werden wir mal in einigen Monaten sehen, ob wir zumindest mit einigen Punkten recht behalten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie in den nächsten Monaten zeigen werden. Ja. Okay. Danke fürs Zusehen. Tschüss.